Einen wunderschönen, liebe Freunde, herzlich willkommen in diesem Video. Heute geht es wieder um deine Frage und meine Antwort in Frag von Ben. Letztes Mal wurden wieder viele Fragen gepostet unter das letzte Video und ich habe mir wieder eine Frage rausgesucht. Und diesmal die Frage von Paniel Dahl. Wie wird man in Social Media bekannt? Kannst du das beim nächsten Video mit reinnehmen? Und ja, kann ich. Und dazu habe ich drei Dinge, die du auf jeden Fall machen kannst und jeder machen kann, die ich so in den letzten Jahren gemerkt habe. Ich beschäftige mich hier wahrscheinlich, wie der eine oder andere weiß, sehr viel mit Social Media. Viele kennen mich über den YouTube-Kanal, auch auf Facebook folgen mir viele Leute. Insgesamt habe ich letztens fürs Buch zusammengefasst, sind es über 380.000 Menschen, die mir auf allen Social Media Plattformen folgen. Natürlich gibt es da eine Schnittmenge, das heißt, manche Leute folgen mir auf mehreren Plattformen gleichzeitig. Es ist aber so, und das auch schon mal als kleinen Extra-Tipp, auf jeder Plattform sind andere Menschen unterwegs. Das heißt, auf YouTube andere Menschen als ausschließlich auf Facebook, andere Menschen als ausschließlich auf Instagram oder zum Beispiel Snapchat. Das heißt, jede Plattform, jedes soziale Netzwerk hat so seine eigene Community und das wechselt sich auch. Also zum Beispiel Facebook wird meiner Erfahrung nach immer älter. Das heißt, unsere Elterngeneration zum Beispiel oder meine Elterngeneration, Generation jetzt 50 plus, wird langsam auf Facebook auch aktiv und sind dort, freuen sich quasi den Möglichkeiten, die sie dort so haben. Und jüngere Leute zum Beispiel findet man eher auf Snapchat oder auch auf Instagram. Oder wie hier auf YouTube, hier ist so alles zusammen, aber auch die ältere Generation entdeckt das hier. Also unten drunter könnt ihr mal unter das Video posten, wenn ihr sagt, ihr seid 50 plus zum Beispiel. Einfach mal gerne unter das Video posten, würde mich mal interessieren. Und auch wenn jemand schreibt, er ist, was machen wir noch? Minus 15, also unter 15 Jahren alt, würde mich auch mal interessieren. So, das sind so die zwei Altersgruppen, wo ich jetzt sage, das ist nicht der in Anführungszeichen typische Zuschauer, aber die gibt es natürlich auch und mich würde immer interessieren, wer das so ist und wie viele Leute das so ungefähr sind. Aber jetzt kommen wir zu den drei Sachen von Paniel Dahl und fangen wir an mit Numero Uno. Wie wird man bekannt in Social-Media-Netzwerken? Nummer eins ist auf jeden Fall, du musst den Gedanken umkehren von wie werde ich bekannt, in was kann ich geben oder was kann ich bieten zum Beispiel. Und damit meine ich, wie kann ich demjenigen, der dir folgt, einen, es gibt immer aus Marketing-Sprech so ein Wort, das heißt Mehrwert. Und das mag ich eigentlich ganz gerne, auch noch aus dem Radio so, einen Mehrwert geben. Also was kann ich der Person, die mir folgt, mitgeben an zum Beispiel Inspiration, Lerneffekt. Das sind jetzt Sachen, mit denen ich zum Beispiel in Social Media umgehe. Was gibt es noch alles Schönes? Motivation, Inspiration, dieses ganze Zusammengefasste. Einfach nur interessanten Content zum Beispiel auch. Also oftmals folgen Menschen anderen Menschen, weil die das einfach interessant finden, weil die Person gut finden, weil die Wert vielleicht auch auf Meinung legen oder sonst irgendwas. Da gibt es die verschiedensten Gründe. Und das solltest du dir überlegen, was bei dir der Grund ist, warum dir Leute folgen sollten. Also was kannst du bieten, was dich zum Beispiel interessant macht oder es interessant machen würde, dir als Person oder dir als Firma oder dir als was auch immer zu folgen. Als Sender zum Beispiel auch, als Radiosender, da mussten wir uns damals Gedanken machen, was macht das jetzt, warum sollte man uns folgen zum Beispiel. Und wenn du das weißt, dann kannst du viel gezielter Sachen posten, Sachen rausbringen zum Beispiel. Und jeder, der dir folgt, freut sich darüber, weil er sieht, ah cool, der hat wieder was gepostet und nicht so, ah, der hat schon wieder gepostet. Und man kennt so in seiner Freundesliste, ich nicht, weil ich die sortiere, aber vielleicht der eine oder andere kennt das, dass man Posts sieht, so die klassischen, das habe ich gerade gegessen und das ist gerade scheiße und das ist das und das. Und so einen Leuten folgt man einfach nicht gerne, weil das einen nicht interessiert oder einen runterzieht oder was auch immer, sondern man folgt eher gerne Leuten, die genauso sind, wie man gerne wäre oder genauso sind, wie man vielleicht selber auch ist oder was einen einfach amüsiert. Zum Beispiel, ich folge so Seiten, die finde ich einfach, die posten lustige Sachen, lustige Videos, lustige Bilder, inspirierende Zitate und man weiß ganz genau, was man bekommt auf diesen Seiten. Und jeden Morgen oder jeden Mittag oder wann auch immer ich Facebook besuche, sehe ich dann in meiner Timeline, ah, die hat wieder was Lustiges gepostet. Und deswegen folgt man der Seite. Aber wenn es einfach nur darum geht, ich will bekannt werden, ich will was auch immer machen, überleg dir umgekehrt, was kann ich bieten, damit es interessant wird, dir zu folgen quasi.
Nummer zwei ist Kontinuität, also Regelmäßigkeit quasi. Und damit meine ich, dass du einfach probierst, regelmäßig zu posten. Jeden Tag zum Beispiel mindestens einmal oder zweimal oder sogar dreimal oder vielleicht auch fest einmal in der Woche. Wobei das wahrscheinlich der Facebook-Algorithmus nicht ganz so gerne mag, beziehungsweise auch die anderen nicht ganz so. Bei Instagram ist es nochmal ein bisschen anders, aber sonst bestrafen dich da die Algorithmen. Wenn ich weiß, was das ist, das ist quasi so das Brain von Facebook und auch von YouTube und auch von den ganzen anderen sozialen Netzwerken, die quasi vorsortiert, was dich interessieren kann und was dich nicht interessiert, was er denkt jedenfalls. Und dazu zählt dann zum Beispiel sowas, wie oft man postet oder wie sehr man interagiert und so weiter. Und da kann man sehr schnell nach unten rutschen oder auch relativ schnell nach oben rutschen, wenn es einfach interessanten Content gibt, der regelmäßig einfach gepostet wird. Und das einfach mal ausprobieren, also wirklich regelmäßig posten. Und das Dritte steckt schon in dem ganzen Namen, aber vergessen alle Leute, weil sie so darauf aussehen, boah, ich will nur so bekannt werden in Social Media, ich will ein Star sein und ich will Geld verdienen und ich will was auch immer. Und das habe ich auch schon im letzten Video gesagt, als es ums Thema Geld verdienen ging. Das hat absolut eigentlich an erster Stelle nichts zu suchen, sondern das kommt so irgendwann beiläufig und fast niemand, der bekannt ist in Social Media, wollte damit Geld verdienen, primär. Es gibt einige Seiten, Clickbait-Seiten oder was auch immer, oder Seiten, die bewusst darauf abzielen, viel Reichweite zu generieren und darüber auch wieder Geld zu machen, ist okay, aber die haben meistens auf andere Art und Weise vorher schon ihre Knowledge irgendwie gesammelt und auch den Weg ohne Geld erstmal gewählt, um einfach Sachen aufzubauen. Bauen und zu testen. Denn im sozialen Netzwerk steckt das Wort sozial drin und zu sozial gehört einfach, dass du A, Spaß hast, ja, an diesem ganzen Social Media Ding, dass du dich damit beschäftigst, dass du damit interaktiv auch bist, dass du mit anderen Leuten interagierst, also sozial quasi bist. Und ich finde, zu sozial gehört auch dazu, dass man asoziale Menschen aussortiert, ja, in Social Media und mit denen einfach nichts zu schaffen hat. So. Also genau wie im echten Leben. So. Da würde ich mich auch nicht mit Asozialen abgeben, so, sondern direkt rauskicken. So mache ich das auch in Social Media. Ich umgebe mich da quasi nur mit Leuten, die mich selber auch pushen, die ich pushen kann zurück quasi und wir uns gegenseitig quasi hochziehen, motivieren und ja, ein schönes soziales Leben quasi haben. Auch das nicht nur interagieren, sondern auch connecten mit anderen Leuten finde ich eine wichtige Sache in sozialen Netzwerken. Das heißt, verlinken zum Beispiel andere Leuten, Seite, auch Unternehmen zum Beispiel, verlinken, mit denen zusammenarbeiten auch und sich gegenseitig probieren hochzupushen. Das ist eigentlich so der Gedanke, den ich auch vertrete mit Social Media, sich gegenseitig hochzuziehen. Und das hat sehr, sehr gut bis jetzt immer funktioniert. Man erweitert dann quasi seine, ja, man kann sagen, Fanbase, seine Leute, die das gut finden, was oder die dich gut finden als Person. Und wenn du mit Leuten zusammenarbeitest, die dann auch wieder Leute haben, die andere Person gut finden, finden die dich vielleicht auch gut und gegenseitig wächst das Ganze dann. Man muss nie eigentlich Angst haben, wenn man mit anderen Leuten zusammenarbeitet, so, ob es jetzt im echten Leben ist oder im sozialen Netzwerk, dass die einen irgendwas wegnehmen. Ganz im Gegenteil, es befruchtet sich gegenseitig und da kann ich auch immer nur wieder als Tipp geben, auch in anderen zu gucken. Das heißt, wenn man fotografiert, auch mal gucken, okay, vielleicht kenne ich jemanden, der zum Beispiel schon ein relativ großes Netzwerk an Leuten hat, mit dem ich kooperieren kann, die vielleicht auch für mich dann interessant sind am Ende. Weil es gibt da so einen grandiosen Spruch, den ich mal gehört habe, damals von Christoph Krachten, war damals der Chef von Mediakraft und ein ganz guter Kollege eigentlich von mir, der mir mal gesagt hat, wenn du nur immer mit den gleichen Leuten aus der gleichen Sparte zusammenarbeitest, dann wirst du nie deine Reichweite großartig erhöhen, weil ja immer nur die gleichen Leute die gleichen Videos gucken. Das heißt, wenn zum Beispiel Foto-YouTuber oder Foto-Facebook-bigge Leute, was auch immer, miteinander zusammenarbeiten, dann mag das auf den ersten Blick vielleicht attraktiv sein, vor allem für die kleineren Leute, weil die sehr schnell Leute dazu kriegen, die sich auch für das gleiche Thema interessieren. Aber wenn du irgendwann an einem Punkt bist, wo du merkst, okay, das Wachstum in den verschiedenen kleinen Regionen funktioniert nicht mehr so gut, dann such dir jemanden aus einer anderen Sparte, der ebenbürtig zum Beispiel damit ist, also der gleich viele Leute oder weniger, von mir aus auch, ist ja völlig wurscht, oder auch mehr Leute erreicht, aber ganz neue Leute erreicht. Das ist so, wie wenn man sagt,
Ich komme hier aus Berlin und in Berlin kennt mich jeder. So, ist nicht so, aber ich sag das jetzt einfach. In Berlin kennt mich jeder. Und dann komme ich auf einmal nach München und arbeite mit jemandem aus München. Auf einmal kennt mich jeder in München. Und genauso umgekehrt. Der Münchner kommt nach Berlin, auf einmal kennt jeder in München und in Berlin ihn. Und genauso ist es im sozialen Netzwerk auch. Also probier dich zu connecten. Probier möglichst breit dich aufzustellen mit Leuten, mit denen du zusammenarbeitest. Und nicht nur immer eine besondere. Make-up mit Make-up ist cool am Anfang. Ja, aber dann auch mal vielleicht Make-up mit Kleider, Make-up mit Gärtner, Make-up mit was auch immer, kann alles funktionieren. Das waren drei Dinge, die ich mitgeben kann zum Thema Social Media und ich könnte damit wahrscheinlich Stunden und Tage füllen mit diesem ganzen Thema, mit Dingen, die ich in der Vergangenheit erlebt habe und heute auch täglich noch erlebe. Wenn du dich dafür interessierst, dann check die Jaworski Academy, geht bald online, jetzt schon mal vormerken, mehr dazu, wenn es soweit ist. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Frag von Ben. Einmal im Monat beantworte ich eine Frage von euch, die mir zuschauen hier auf diesem YouTube-Kanal oder auch auf Facebook oder auch auf Instagram oder auch auf Snapchat oder wo auch immer. Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung. Und auch das zum Beispiel ist ein Mittel, wie man Reichweite erweitern kann, indem ich einfach sage auf YouTube, folgt mir doch auch auf Facebook oder folgt mir doch auch auf Snapchat oder folgt mir doch auch auf Instagram. Links dazu gibt es unten in der Videobeschreibung, weil vielleicht weiß man das gar nicht, dass ich auch einen Snapchat-Account zum Beispiel habe, auf dem mir schon über 2.000, 3.000 Leute jeden Tag folgen oder dass ich einen Instagram-Account habe, wo ich fast täglich Bilder poste, immer nur ganz reine Bilder, keine Making-of oder sowas, sondern wirklich nur fertige Bilder und so weiter. Also in diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal, niemals vergessen, sag mal Einstellung, Digga, und natürlich das Wichtigste, ich brauche geile Fragen, ja, die Frag von Ben Videos sind nur so geil wie deine Fragen, also stell eine geile Frage und das Video, nochmal für alle, die nicht wissen, wie man eine Frage stellt, am Ende kommt ein Fragezeichen, ja, erzähl mal was zur Einstellung, ist keine Frage, ja, erzähl mal was zu Dings, auch keine Frage. Also Frage mit Fragezeichen am Ende unten in die Kommentare. Dann wird dieses Frag von Ben das nächste genauso geil wie die letzten. Mach's gut und tschüss. Den Begriff Luminanz, den hast du bestimmt schon mal gehört. Ob das jetzt in Camera Raw oder in Lightroom war, da gibt es zum Beispiel Regler, die heißen Luminanz. Und wenn man mal zu Wikipedia geht, Luminanz bedeutet, die Luminanz ist eine photometrische Größe aus der Videotechnik, die als Maß für die Helligkeit von Bildpunkten verwendet wird.